Gleichgewicht erhält, das ist, mit einem Wort gesagt, Tradition. Anatevka ist ein Ort, an dem im jüdischen Städtel Anatevka die Juden friedlich zusammenleben mit der russischen Besatzung, die es dort gibt. Wir erleben sie in ihrer Tradition und wie diese Tradition aber durch zweierlei gestört wird. Einerseits durch die Bedrohung über die Besatzer, die in ihr Leben massiv eingreifen und am Schluss muss die Bevölkerung Anatevka verlassen. Und zum anderen erleben wir, wie auch die Moderne einzieht über den Milchmann Tefje, wo alle Töchter sich gegen seine Tradition wenden und ihre ganz eigene Lösung finden für ihr Leben. Ich habe sie auf dem Achrams Buchladen gesehen. Ganz besonders begeistert mich die Figur des Tefje, der egal was passiert, immer wieder das Positive in einem versucht zu sehen, wie er sich versucht, immer wieder neu zu definieren. Wir haben eine reizende Tochter. Ich habe 5 reizende Töchter. Auf unsere Abmachung. Ich möchte dir gratulieren. Du wirst bald heiraten. Ich will nicht mit dir zu heiraten. Anatevka ist ein Musical voller unterschiedlicher und reicher Melodien, die erstmal grundsätzlich auch aus der jüdischen Kultur herausgefiltert sind, aus den musikalischen Ideen. Wir erleben große Stücke, stille, melancholische Momente und immer wieder sind die Melodien aufgegriffen aus der jüdischen Musik, die die Musik in ihrer ganzen Breite und Bandbreite erzählen. Wir wollen sie vergessen. Geht raus! Ich bin hergekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie Anatevka verlassen müssen.